Das helft doch mal. Nee, auf keinen Fall. Stufen? Als wir da mit dem Einkaufswagen hier um eine Ecke kamen, das war mir einfach nur peinlich. Ich wollte so schnell wie möglich rein. Und da habe ich hier geholfen, da das Ding hier die Treppe hoch und dann ins Haus und fertig. Ich bin mal gespannt, was uns oben erwartet. Ja, ich auch. Mit Frau Roggendorf. Mach ich. Richtig. Natürlich muss ich da was unternehmen. Ich meine, ich habe noch mehrere Mieter im Haus. Die haben sich ja auch schon über den Gestank beschwert, der da, auch nach oben, hochgeht und die da über Schmerzen, Beschwerden klang, Atemstörungen. Und die eine sagte zu mir, sie glaubt schon, sie hätte was mit der Lunge und wollte zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Das sind ja vielleicht auch noch Kosten, die auf mich zukommen. Also es muss jetzt was passieren. Die muss die Wohnung gründlich sanieren oder die fliegt raus. Ja. Hallo Frau Fehrenbach, Sie wissen, wer ich bin? Ja. Wir wollen bitte rein. Richtig. Wie sieht das denn im Keller bei Ihnen aus? Wie ein Keller? Frau Rumpendorf, kommen Sie mal mit, das ist meine Zeugin. Richtig. Das ist ja ein Schweinestall da unten. Die hat ja nie die Türe aufgemacht, die hat sich wohl heimlich versteckt. Aber heute haben wir sie erwischt. Als die beiden hier mit diesen blauen Anzügen da standen, da habe ich echt gedacht, die müssten hier einen halben Stadtteil evakuieren, dass hier irgendwo ein Chemiewerk in die Luft gegangen ist. Also ich habe gedacht, schnell ab. Ich möchte mir gerne die Wohnung ansehen. Und den Keller, die Enträumung, das zahlen Sie. Ich habe schon die Container bestellt, das geht zu Ihren lassen. Das kann ich Ihnen sagen. So ein Schweinestall wie hier habe ich in meinem ganzen Leben, in meinen ganzen Wohnungen noch nicht gesehen. Ja, also. Nicht. Doch, ich glaube es aber. Ich habe es auch nicht geglaubt. Hier riecht, ne? Das stinkt bis oben hoch. Gar nichts zu melden hier. So, und jetzt lassen wir hier die Wohnung besichtigen mit der Frau Roggendorf zusammen. Ach, mit der Dame. Natürlich, die macht ja die Verwaltung für mich hier. Die hat mich auch angerufen. Ja, ist okay. Gucken wir uns einfach mal um. Ja, natürlich. Ich glaub's nicht. Ist auch noch ein Nachspiel. Richtig. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein, Frau Fehrenbach. Wie sieht das denn hier aus? Oh mein Gott. Das ist der Schweinestall Nummer 2. Boah, ich habe mir ja schon vieles vorgestellt, aber dass das so hammerhart wird, die ganzen Lebensmittelreste, Katzenpisse, ich weiß nicht, wo die Katze überall hinpinkelt. Das ist so abartig. Wie kann die da hausen? Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen eine Frist. Morgen ist die Bude sauber. Richtig. Und in einer Woche ist die Grundreinigung drin. Und jetzt hören Sie auf, mir hier einen vorzupendeln. Warum? Sehen Sie sich mal den Boden hier an. Wollen Sie mich hier zupendeln? Was sollen die Spielchen mit dem Pendel? Sie sollen sich immer die Wohnung kümmern und die sauber machen. Jetzt ist und hier total nicht mit Spielen. Bescheuert geworden. Also, das ist ja wohl das allerletzte. Ja. Nehmen Sie jetzt bitte das Pendel runter. Richtig. Wenn der hier nicht ihr die Frist gesetzt hätte, dann hätte er hier wahrscheinlich das Haus entkernen müssen und hier so ein Entseuchungskommando kommen lassen. Ich meine, ich habe ja noch eine soziale Ader. So, dann komme ich in eine Woche wieder. Dann ist die Stuben rein. Ich glaube sowieso, dass ich dieses faule Mischstück das sowieso nicht schafft in einer Woche. Okay, bis dann. Bis dann. Frau Roggendorf, wir gehen. Ja, hier halte ich das auch nicht länger aus. Ich glaube, wir sind beide voll von diesen Dämonen besessen. Also da muss ich echt auch noch was tun. Noch so ein Hieb. Gibt's nicht. Echt. Und Roberto. Da hast du ja jetzt genug davon. Ich hab dir gesagt, ich brauche davon Nervennahrung. Ja, was hast du jetzt vor? Ja, erstmal räucher ich hier seine scheiß Stimmung da. Räuchern. Im Endeffekt sollte sie mal sehen, dass er die Bude aufräumt und nicht warm saniert. Also, Feuerwehr kann dann den ganzen Dreck rausfegen oder was? Weißt du was? Was denn? Da hilft nur noch Udo. Udo? Udo. Bist du jetzt ganz verrückt geworden oder was? Ey, wenn der mich so ankackt, jetzt muss er leiden. Willst du jetzt das Häschen ermorden oder was? Nö. Ja, du hast doch eine Schüssel, wird, oder? Der wird jetzt leiden. Klar. Während du da dran rumstocherst oder was? Mhm. Ich kann die Nachbarin echt verstehen, dass sie sagt, du hättest eine Schüssel. Ja. Leide, leide. Ich hab gedacht, die hätte sich jetzt jeden Moment in die Hand gehackt.
dann hätte einer wenigstens Schmerzen gehabt. Der Typ ist bestimmt nicht umgekippt. Der ist vielleicht von dem Gestank unten noch zu Hause nachträglich umgekippt. Aber es hatte mit dem Plüschhasen nichts zu tun. Wir hatten ja mittlerweile auch spät genug und ich hatte dann auch keine Lust mehr, hier in diesem Chaos zu kochen. Und dann habe ich hinterher beschlossen, mit ihr irgendwie essen zu gehen. Das schafft keiner, steht da. Ja, das krieg ich hin. Das kriegst du hin. Ja klar, krieg ich das hin. Wenn du meinst, hast du ja auch Kohle mit, wenn du es nicht schaffst. Gib mir's. Lass es mal meine Sorge sein. Ja, guck ich dir mal den Daumen, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, dass du so eine Monsterflamme essen willst. Ja, ich bin mir sicher. Das sind solche Bretter. Brett will ich nicht essen, ich will nur ein Schnitzel. Nein. Das hat noch keiner geschafft, steht da drauf. Hast du gesehen? Ja, und? Hast du auch die 1990? War das? Ja. Schaffe ich schon, das ist nur meine Sorge sein. Versuch's, wenn du meinst. Ich meine das auch. Können wir bestellen? Hallo. Hallo. Ist es schon gewählt? Ja, ich hätte ja einen Salat. Was hätten Sie da? Wir haben Feldsalat mit Hähnchen. Italienisches Dressing. Das hört sich gut an. Ich nehme das. Ich habe eine Frage zu diesem Schnitzel. Mhm. Und zwar steht ja irgendwie, wenn man es auf isst, dass es gratis ist. Ja. Ist das wirklich so? Es ist wirklich so. Ich muss aber dazu sagen, hat noch keiner geschafft bis jetzt. Also es ist wirklich... Ja, dann werde ich Sie davon überzeugen, dass das machbar ist. Wenn da gestanden hätte, dass da eine ganze Rinderhälfte verputzt werden muss, um es dann gratis zu kriegen, dann hätte sie die auch noch versucht zu verputzen. Die Getränke, sind die auch dabei? Das wollte ich Sie gerade fragen, ob da was zu trinken dazu kommt. Ist nicht inklusive. Nee, da habe ich momentan noch keinen Bedarf. Darfst du sehen, was zu trinken sind? Ich nehme Wasser. Ich meine, es war ja angepriesen, dass es für 0 Euro ist, wenn man das auf isst. Da hätte man wenigstens verlangen können, dass die Getränke mit dabei sind. Geht immer zum Wohl, ne? Ja, hab ja nicht. Ich soll alleine anstoßen. Schmeckt gut. Vor allen Dingen war mein Salat ziemlich günstig. Na und? Ich schätze mal, der wird nicht so teuer sein. Das hat sich zu einem Hasen ins Karnickelgehege. Mhm. Oh, da kommt's ja. Da kommt unser Essen. Boah. Entschuldigung, könnte ich vielleicht noch ein bisschen Ketchup doch haben? Wenn Sie unbedingt möchten. Ja, das wäre freundlich. Echt dreist, ist egal. Jetzt kommen Sie mir eigentlich Ketchup. Guten Appetit wünsche ich. Dankeschön. Ich habe ja nichts zu trinken, also irgendwie muss ja dieses trockene Fleisch noch runtergespült werden. Also muss ich ja irgendwas haben, was schmiert. Boah, was soll das denn werden? Hier eine Not-OP? Ja. Es muss flutschen. Hättest du mal was zu trinken bestellt? Wäre auch geflutscht. Prost. Prost. Auch ein bisschen Ketchup. Mm-mm. Warum nicht? Ich glaube, das Gometzer hier keine Lust. Muss nachrutschen. Du bist ja wohl bekloppt, oder? Was ist das denn jetzt hier für ein Fitness-Dance gewesen? Willst du das abtrainieren schon, oder? Ja, muss man noch anfangen. Auch während dem Essen ist wichtig. Ich bin mal fertig, oder? Komm, fertig. Mhm. Was? Na, da am Zaun? Was willst du? Hast du dir das Scheißzeug sogar mitgenommen? Bei dir muss man sowas mitnehmen. Gegen Ende habe ich echt gedacht, boah, ich platz gleich. Ich meine, es wurde und wurde nicht weniger. Meine Frage, müssen die Pommes auch weg sein? Sicher, der ganze Teller. Und auch bitte das drumrum. Das drumrum? Die Zitrone dann? Das, was daneben. Ja. Okay, ach ja, ja, klar. Gehört ja dazu dann. Ich habe Panik gekriegt, weil sie sagte, sie würde sich irgendwas einfallen lassen. Ich habe schon gedacht, sie würde sie irgendwo im Blumentopf verschwinden lassen, den Rest. Oder unter der Bank kloppen. Mhm. Was hast du vor? Hallo? Du weißt, dass ich satt bin, also. Hallo? Halt die Schnauze jetzt. Hallo? Hallo? Du hast Wellen im Haarlauf. Wieso? Fällt nicht auf, da guckt keiner hin. Da guckt keiner hin, also Schnauze jetzt. Nö, das sieht doch keiner, oder was? Du bist sowas von peinlich. Ich hau gleich ab. Ey, was soll das? Danke. Hast du einen Vollschuss?
Wenn er dann... Wenn er das nicht sehen. Das sieht er nicht. Nee, da kommt er nicht wieder. Sieht er auch nicht. Ist doch alles super. Mhm. Da ich ja kein Geld habe und Dirkie das ja nicht alles zahlen wollte, wie er sagte, da hatte ich ja keine andere Chance und musste mir das Schnitzel da ins Dekolleté stecken. Oh, hi. Respekt. Hat bis jetzt noch keiner geschafft. Danke. Darf ich gleich noch ein Foto machen von Ihnen? Foto? Ja, weil bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Dann möchte ich gerne ein Foto mit, so mit Siegerehrung. Okay. So Wunderkärzchen. Okay. Ja? Können wir machen. Oh Gott, ich glaube, Sie haben sich ein bisschen bekleckert. Ja, das muss so schnell gehen, deswegen. Also, der hat ein bisschen Druck gemacht und... Ich hoffe nicht, dass Sie da irgendwie Bauchschmerzen kriegen. Ach, so. Ja, und diese Ruckel auf der Brust. Ich wusste auf keinen. Also, dass die sich überhaupt so noch traut, am Tisch zu sitzen. Du musst nur ruhig bleiben. Den Fleck hat er schon bemerkt, oder? Oh, und ein Fleck. Jeder kann mal hier was von der Gabel verlieren. So, dann darf ich mal zum Foto bitten. Mhm. Am besten hier so schräg gegenüber. Ja. So, jetzt mach ein Kerzchen noch an. Lächeln. Kannst du bitte die andere Hand auch noch ein bisschen hochhalten? Das ist immer so blöd. Moment, was ist das denn? Was soll das denn? Ja, peinlich. Das ist mir voll peinlich. Alter, du weißt, dass ich hier öfters bin. Nicht machen, ey. Nee, ey, ich wollte das nicht. Mal, ey, mich um 20 Euro abziehen wollen. Auf keinen Weise. Du weißt, dass ich das immer alles das bezahle hier. Ist mir egal. Auf jeden das Fall. Zahlst du und ein fettes Trinkgeld kriege ich dazu. Kriegst du auf jeden Fall. Komm. Wir machen das klar. Sag mir, was du kriegst. Komm, 40 Euro. Passt. Gut, dann machen wir das klar und das ist gut. Hier. Dass sie hier bewusst reinkommen und mich da abziehen wollen. Wobei, er hat sich ja noch entschuldigt und er hat auch noch gesagt, das wäre nicht in seiner Absicht gewesen. Aber er hat es trotzdem zugelassen. Ne? Das hat mich dann natürlich am meisten getroffen. Ich war so stolz, dass er dieses Siegerfoto gemacht hat. Da habe ich an dieses Schnitzel schon gar nicht mehr gedacht. Ja, ich packe jetzt meine Sachen, gehe jetzt da runter. Und dann werde ich sehen, dass ich das Geld von ihr wieder kriege. Weil ich sehe auch nicht ein, dass ich ihr immer den dicken Arsch hinterher trage. Run, devil, run.